Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Tropico 5. Unsere Mission besteht darin, wir müssen ganz scheiße viel Geld besitzen. Das ist aber machbar. Der Vorteil ist, wir kriegen Gelegenheiten, um ganz viel Geld zu machen. Das natürlich auch für unseren Aufbau super ist, wenn wir haufenweise Geld haben. Machen wir mal. Annehmen. Ist ja klar. Müssen wir annehmen. So, wir sind ja mittlerweile hier ja schon... Okay, wir müssen eine Million. Wir haben jetzt 20.000. Erstmal gucken, wie die Situation hier war. Zufriedenheit. Sicherheit ist... wir haben keine Polizeiwache. Das heißt, die Sicherheit ist natürlich nicht so schön. Unterhaltung ist auch nicht toll. Nahrungsvielfalt ist ganz gut. Gesundheitsversorgung haben wir nicht. Wohnraum ist... Wir haben tatsächlich nur 14 Obdachlose. Das ist ganz cool. Arbeitsplätze, wir haben 7 Arbeitslose, Freiheit, wir haben ein Mediengebäude, wir haben hier schon eine Zeitung gebaut. Religionsgebäude haben wir 2, das reicht mir nicht. Wir werden erstmal eine Kirche bauen. Wir sind ja hier in der Theokratie, das heißt, wir werden natürlich möglichst unser Bestes tun, um unsere kirchlichen Fanatiker zufriedenzustellen. Also wir bauen hier eine Kirche hin. gucken, Handel. Wir exportieren rum. Das heißt, die produzieren. Okay, wir haben auch da Mengen. Wir haben aber nur 2 Schiffe. Schmuck haben wir nicht. Oder hatten wir schon Schmuck? Nee, dafür brauchen wir glänzend. Forschung, was läuft da noch? Das Stahlwerk haben wir. Stimmt, ich wollte ja hier unbedingt den Kompass. Wir brauchen 2 weitere Technologien. Wie viele Forschungen haben wir denn hier? Wir haben 1. Und das war's. Okay, wir brauchen mehr Forschung. Highschool, hatten wir schon eine gebaut? Ich glaube nicht, oder? Doch, hier bauen wir gerade eine. Eine Universität bauen wir gleich hinterher. Die setzen wir gleich mal daneben. Bitte Highschool erstmal fertig bauen. Und wir haben kein Geld mehr, okay. Der exportiert hier schon. Presidente, auf dem Aktienmarkt können wir eine Menge Geld machen. Sogar ganz ohne Risiko, weil wir bereits wissen, was passieren wird. Oh, hier Apple-Aktien kaufen. Sofort. Alle Apple-Aktien, die es gibt. Ich weiß, Apple ist noch nicht gegründet, aber wir werden schon sofort zum Aktienmarkt gehen und sofort sagen, sobald Apple gegründet ist, wollen wir Aktien haben. Ich habe ein besonderes Konto angelegt, auf das Sie einzahlen können. Mit dem Geld kaufen und verkaufen wir Aktien, weil wir die Kursverläufe bereits kennen. Ist das Endergebnis erfreulich? Und Sie gewinnen obendrein Zinsen. Das Anlagekonto erlaubt Ihnen außerdem, diesen korrupten Beamten in Tropico zu entgehen, die ständig unser Geld klauen. Nutzen Sie das Anlagekonto, um Ihr Geld im Laufe der Zeit zu vervielfachen. Anlagekonto? Ach da, Okay, dazu müssen wir erstmal Geld haben. Der haut wieder ab. Wir haben hier Rum, Käse, haben wir... Bevölkerung ist ansatzweise zufrieden. Da sind Planken. Die Axtmächte überweisen uns 9.000. Nice. Wir müssen halt auf Forschung gehen. Wir brauchen noch eine Polizeistation. Die setzen wir mal hier hin und werden dann eine Straße setzen. Und diesen Turm werden wir mal abreißen. Den brauchen wir dann nicht. Ach, zum Glück die guten alten Axtmächte. Dieses nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet, der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, ich zitiere, besser behandelt. Dieser unglückliche Einkaufsbummel tut mir wirklich leid, Reggie. Wo auch immer du jetzt bist, wenigstens wirst du nicht von einem Alligator gebissen. Ach, dafür reicht's nicht. Dann setzen wir hier mal Taverne hin. Direkt gegenüber von der Polizeistation. Das heißt, in der Taverne sollten keine Aufstände passieren. So. Wir müssen halt auch dran denken. Das hatte ich doch gerade irgendwo gesehen hier. Was war denn das? Botschaften müssen wir bauen. Okay, eine Botschaft haben wir. Da werden wir sicherheitshalber erstmal die Alliierten reinholen. Einfach aus dem Grund, weil da die Beziehungen so kalt sind. Hier werden wir mal Geld stehlen. Also ich habe keinen Agenten. Ha.
Was bringt das eigentlich? Graben Sie Leichen im Keller aus und teilen Sie Ihre Kenntnisse der internationalen Gemeinschaft mit. Wenn Sie erfolgreich sind, erhöhen Sie Ihren Ruf bei den Alliierten. Mehr Agenten beschleunigen Operationen auf Erfolgschancen sind abhängig vom gegen Spionagewert des Gegners. Naja, gut. So, wir haben ein Baubüro. Haben wir noch ein Baubüro irgendwo? Ja, hier. Sehr schön. Stimmt, wir können mal gucken. Wir haben bestimmt... Nee, wir haben keinen Manager im Moment. Das ist ja... Oha. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowas liebe ich. Sowohl die Alliierten als auch die Achsenmächte brauchen dringend Nachschub. Wir können also große Profite machen, weil sie nicht Nein sagen können. Exportieren Sie 5000 Eisen. Wenn Sie diese Aufgabe annehmen, wird die gleich 10 Alliiertenbeziehungen. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Zigarren. Haben wir Zigarren? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Zigarren hatten wir keine, wenn ich mich nicht irre. Doch. Wir haben aber keinen Tabak. Ah, ich erinnere mich an meine Tage in der Highschool. Damals war ich ein pickelübersätes Monster. Die Anführerin der Cheerleader schnappte sich einmal meinen Freund, Sportskanone Raoul. Da ließ ich sie ihre eigenen Puschel fressen. Dann sagte ich zu Raoul, es stinkt mir, dass du mich betrügst. Dann stieß ich ihn in eine Jauchegrube. Zum Glück bin ich seitdem etwas ruhiger geworden. Da stelle ich mich gerade die Frage... Wie kam mein Vergangenheits-Ich darauf, eine Zigarrenfabrik zu bauen, aber keinen Tabak zu haben? Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, wir haben schön viel Zucker, das ist klar, schön und toll, aber ich meine, man bräuchte doch eventuell Tabak, wenn man Zigarren verkaufen möchte. Also es wäre vom Vorteil, sagen wir mal. Okay, unser Holzfällerlager ist hier. Das heißt, wir werden hier und dort Tabakfarmen setzen. Schade, dass der Straßenbau in dem Spiel immer so ein bisschen meh ist. So. Das hier bitte und das hier bitte priorisieren. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Die Zigarren wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Ich hätte hämisches Lachen üben sollen. Wir können natürlich die Achsenmächte-Beziehung deutlich verbessern. Aber wir werden, wir haben ja schon gute Beziehungen zu denen, mal davon abgesehen. Wir werden uns dumm und dämlich dann verdienen, hoffe ich. Ich weiß, wie wir an Geld kommen. Mit Fleisch. Die kommenden Kriege und Hungersnöte werden den Preis in die Höhe treiben. Wir müssen nur nachweisen, dass unsere Tiere gesund sind. Wir können sehr profitable Handelsabkommen für unsere Fleischexporte abschließen, wenn wir die Qualität unserer Produkte erhöhen. Wir brauchen eine Arztherde, um die Gesundheit unserer anderen Herden zu garantieren. Extrem profitable Fleischhandelsroute, 20.000 die Staatskasse. Extrem profitable. Aufgabe besitzen die 6 Ärzte. Okay, da müssten eigentlich 2 Kliniken reichen, sage ich mal. Das ist ja das Einzahlen. Okay, Kliniken brauchen wir sowieso. Da haben wir schon eine Klinik, sehr schön. Die setzen wir gleich dahinter. Sehr schön. Da haben wir 4000, da sind es 8000. Das ist vor allem Rum. Und die Achsenmächte holen sich dann auch gleich rum. Sehr schön. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viele Leute arbeiten da? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Die Kirche ist auch fast fertig. Unser Baubüro ist das normal. Ne? Wir werden denen mal mehr Effizienz geben. Ich bin so froh, dass es auf der Insel eine neue Kirche gibt. Jesus hat uns viel beigebracht, zum Beispiel auf dem Wasser zu surfen und die andere Wange hinzuhalten. Ich missachte die letzte Regel oft und gebe dem Kerl eins aufs Maul. Aber danach tut's mir immer leid. Sehr schön. So, Militär brauchen wir nicht. Das Militärbudget werden wir mal setzen auf ganz niedrig. So, wir brauchen unbedingt Zigarren.
Haben wir mehr als ein Transportbüro? Ich glaube, ja. Oder? Da haben wir ein Transportbüro. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch ein Transportbüro, oder? Da ist auch noch eins. Sehr gut. Die sind auch fleißig unterwegs. Hier vor oben wird gearbeitet. Beschleunigen wir mal die ganze Sache. Verordnung haben wir... Die haben wir nicht. Weil sobald das Ding versiegt hier... wir reißen es mal ab. Weil sobald nämlich das Ding versiegt, können wir damit nichts mehr anstellen. Und deswegen reißen wir es lieber ab. Ist zwar jetzt so doof, weil wir jetzt natürlich die Einnahmen durch Gold verlieren. Aber wir kriegen erst in die Kalten Krieg die Verordnung für die Erhöhung der Ressourcen. Und das möchte ich jetzt nicht. Zufriedenheit ist ganz gut. Was sagen die Leute so? Religion ist. Es liegt bei 43. Das ist nicht so toll. Freiheit ist ganz gut. Wohnraum ist natürlich immer so ein Problem. Wir haben 35 verfügbare Jobs. Davon sind viele für Ungebildete und für Highschool-Abschlüsse. Wir haben komischerweise auch Arbeitslose in diesem Bereich. Aber das interessiert in dem Spiel niemanden. Es ist ja nur ein Spiel. Okay, Ungebildete. Das sind die Obdachlosen. Gut, wir bauen ja hier gerade noch Häuser. Wir haben halt nicht viele Häuser, das Problem. Also wir haben viele Häuser, klar, aber das sind halt alles für arme Leute. Ist natürlich doof für die Leute, die Geld haben. Unsere Reichen haben wir natürlich auch keinerlei Wohnsitz. Die Mietkaserne ist immerhin voll. So, aus Wolle und Baumwolle. Ich glaube, das haben wir beides nicht. Stimmt, wir werden jetzt hier mal 10.000 einzahlen. Mal gucken, ob das was bringt. Handel haben wir ja zwei. Genau. So, die Klinik möchte ich mal fertig haben. Ein Gruß an die Polizei von Tropico, die in ein neues Gebäude umgezogen ist. Kommissar Mendez, Sie wissen, dass Sie jederzeit eine Leibesvisitation bei mir vornehmen können. Außerdem haben Sie Ihre Handschellen vergessen. Ich behalte sie gern als Andenken, aber falls Sie sie brauchen sollten, kann ich auch Ihre Mütze nehmen. Okay, wir werden... Zu wem haben wir jetzt die schlechtesten Beziehungen? Zu den Alliierten. Dann werden wir die Alliierten mal einladen. Und werden trotzdem noch gleich eine nächste Botschaft hinterher bauen, weil die nicht das... Hier die Botschaft. Die Max-Mächte werden wir natürlich auch gleich einladen, ist ja klar. Das ist jetzt selbstverständlich. Für die Reichen brauchen wir natürlich auch noch ein paar Häusle. Ein Haus für die Reichen. So, hier will ich mal gucken. Das Ding ist ganz gut gefüllt. Hier sollten wir als Verstärkung noch eine Kirche bauen. Hier ist doch ganz gut. Da noch eine Kirche hin. Die Klinik ist voll. Ja, siehst du, wir brauchen nämlich noch eine Klinik. Okay. Werden wir jetzt gleich in Anspruch nehmen. In Auftrag geben. Und werden... Ach, da oben noch eine Klinik hinsetzen. Ist auch was Schönes. Weil die brauchen wir sowieso. Uiuiui. Dankeschön. Okay. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ausländische Schiffe sind in der Nähe unserer Küste aufgetaucht. Wenn sich unsere Beziehungen nicht bald bessern, fallen sie ein. Okay. Das heißt, von den Alliierten bestimmt.
Preisen. Wo sind denn die überhaupt? Ich sehe keine Schiffe. Krieg ist gut fürs Geschäft, Präsidente. Wir wissen, dass die Achsenmächte Stahl benötigen werden. Wir müssen sie nur davon überzeugen, ihn bei uns zu kaufen. Wir beide wissen, dass die Achsenmächte den Krieg verlieren werden, Präsidente. Was soll schon passieren, wenn wir ihnen Qualitätsstahl aus Tropico verkaufen? Wir müssen jedoch nachweisen, dass unsere Handelsflotte die von ihnen geforderte Menge bewältigen kann. Extrem profitable Stahlhandelsroute, 50.000 die Staatskasse und 3 Hafenanlagen. Machen wir doch. Will ich sowieso. Aber erstmal müssen wir... Unsere Forschung ist so lahmarschig. Das machen wir mal. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Forschung. Wir müssen hier deutlich mehr Forschung. Wir haben ja dann danach das Stahlwerk, das ist gut. Wir müssen dann nur Stahl finden. Eisen und Kohle haben. So. Den Wachturm reiße ich mal ab und den auch. Komm, spielen wir was. Komm, spielen wir was. Nerviger Junge. Ich spiele doch nicht mit dir. Ich bin alt. Wenn ich mit dir spiele, wow, was sollen die Leute denn denken? Hier können wir mal eine Austernfarm setzen. Muss man nicht bauen. Unser bester Materialwissenschaftler wunderte sich darüber, dass ein Stahlträger immer größer wurde. Dann traf er ihn mitten ins Gesicht. Seine Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Lustig. Jetzt haben wir doch 6. 6 Ärzte haben wir. Sehr schön. So, exportieren Sie Zigarren. Oh, jetzt arbeitet hier keiner. Super. Geldmacher, Budget steigt um 5%, Hauswirt. Oh, machen wir den Umweltschützer hier rein. Und hier werden wir auch die Gemeinschaftshilfe machen. Das lohnt sich für die Wohngebäude. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass uns die... Wir werden mal hier auf besseres Budget gehen. Weil wir wollen Zigarren produzieren. Wir haben so viel Tabak da drin. El Presidente hat unlängst den 2. Platz bei einem Beliebtheitswettbewerb gewonnen. Der Sieger musste die Insel rasch verlassen. Ein Mob verärgerter Presidente-Fans war hinter ihm her. So, Sicherheit ist gegeben, mehr oder weniger. Unterhaltung. Könnten wir eigentlich noch ein bisschen was raushauen. Könnten hier mal ein Kabarett bauen. Ach, hier doch. Bauen wir hier mal neben die... Oh, ich hab das eine falsch umgebaut. Naja, was soll's. Ist dann halt so. So, das Ding können wir eigentlich dann... könnten wir eigentlich dann rausbringen hier. Aber lassen wir jetzt erstmal. Ha, sie fallen alles. Hauen ab. Ha, Feiglinge. Wieder auf Forstung, ist klar. Das lassen wir mal. Das machen wir mal. Und wir werden jetzt mal ein bisschen mehr an die Forschung gehen. Observatorium bauen wir mal. Das könnte man hier oben, das würde es wahrscheinlich mehr bringen, aber... Ich kann es leider nicht hinsetzen. Machen wir es dahin. Ah, hier können wir leider... Doch, hier Forschungsprojekte. Sehr gut. Das erzeugt ja auch Forschung. Oh, das ging aber schnell mit dem Bau. Wunderschön. Wunderschön. Glänzend haben wir noch nicht. Stahlwerk haben wir jetzt. Textilienfabrik brauchen wir Wolle und Baumwolle. Aber wir haben, glaube ich, haben wir überhaupt das? Haben wir die Sachen? Wir haben Rind. Rind haben wir. Na, so viel Auswahlmöglichkeit haben wir nicht. Unser kleiner Laden ist bestimmt massiv überfüllt. Oh, gar nicht mal.
Haben wir noch einen zweiten Laden? Die Tropicana erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Ja, natürlich. Jahr. Sie wollen ihnen Respekt. Der Ambrosius jetzt, bleibt weiterhin der Champ. Jetzt, wo es endlich das neue Observatorium gibt, hoffe ich, dass mein Horoskop etwas zutreffender wird. Nicht falsch verstehen, liebe Astrologen, aber die letzten 20 Mal, an denen ich die Liebe meines Lebens finden sollte, stimmte irgendwas nicht so ganz. Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährden. Ein Baubüro machen wir. Irgendwas war hier gerade. Ach ja, die Zeitung wollte ich schon mal gucken. Zeug macht einen kleinen Gewinn, machen wir. Klatschpresse, die benötigte Abschluss der Arbeiter sinkt auf den Highschool-Abschluss. Wir brauchen sowieso mehr Highschool-Abschlüsse als... Deswegen lassen wir das mal. Baubüro wollte ich bauen, genau. Baubüro. Hier unser Baubüro. So, wenn wir dann irgendwann den Kompass haben... Können wir den jetzt schon bauen eigentlich? Ne, da fehlt noch eins. Tischmanieren haben wir auch gleich. Ui. So, Cheerio, alte Junge. Die Stimmung in den USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Horrible. Wenn ich eins nicht ertragen kann, dann die Traurigkeit. Wir müssen sofort handeln. Ihre Leute müssen jedem amerikanischen Mann, jeder amerikanischen Frau und jedem amerikanischen Kind einen Obstkorb schicken. Exportieren Sie 10.000 Obst. Ja, machen wir doch. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Natürlich meine ich das Hindenburg-Desaster. Graf von Zeppelins Fluggerät wird viel Geld einspielen, bis es explodiert. Wir sollten in Zeppeline investieren. Die werden uns mehrere Jahrzehnte lang gute Profite bescheren. Aber der Graf mag uns nicht und will keinen Handel mit Tropico. Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung. Wir können Graf von Zeppelin mit unseren Banken in den Rücken fallen. Besitzen Sie zwei Banken. 50.000? Jo. Wirtschaft, Banken. Da brauche ich Buchhaltung. Hier sind unsere neuesten Forschungen. Okay. Forschung, dann werden wir jetzt als nächstes nicht die Militäre, sondern das Trockendock machen. Dafür brauchen wir drei Technologien, okay. Militärbasis brauchen wir erstmal nicht, militärische Fähigkeiten auch nicht. Wir machen danach den Sozialismus und danach die Militärbasis. Unsere Wahlergebnisse sind gut, erstaunlicherweise. Arbeitslos sind 4 Leute. Ein Ungebildeter, ein Grundschüler, ein Highschooler und ein Universitätsabsolvent gehen in eine Bar. Obdachlos haben wir 16 Familien. Da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Achso. Da gucken wir gleich mal. Obdachlose, in welchen Bereichen sind die? Grundschüler, Universität, der ist aktuell mittellos. Highschool ist mittellos, mittellos. Grundschulen ist arm, 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 arm. Also Arme haben wir einige. Wir werden mal hier oben, nee, nicht das, eine Mietskaserne bauen. Eine Mietskaserne und hier vielleicht noch eine oder andere Luxusvilla. Passen hier 2 hin? Natürlich nicht. Wahrscheinlich so effektiver. Dann kriege ich hier wenigstens 2 hin. Ja. Dann können wir da vielleicht ein Restaurant drin hinsetzen. Wie passt es da? Natürlich nicht. Ach, ärgerlich. Oh. Das Jahrzehnt der dekadenten Partys und verrückten Leute naht. Und wissen Sie, was sich gut auf Partys macht? Schmuck. Wenn wir es richtig anstellen, können wir Tropico zum größten Schmuckexporteur der Welt machen. Wir müssen nur den Hipstern klar machen, dass wir mindestens genauso hip sind. Bauen Sie ein Kabarett. Hab ich. Ein neues Kabarett. Das ist immer das Problem, man muss dann immer ein neues Kabarett bauen. Brauchen wir denn jetzt noch ein Kabarett? Ja, das reißt mal. Zigarren werden schön exportiert. Handel können wir gucken. Rum läuft er noch und das läuft noch. Okay. Dafür brauchen wir bessere Werte. Wie sieht es aus mit der Politik? Okay, Medium. Ach, das haben wir ja eh nicht. Banken brauchen wir, das ist klar. Obst sollen wir exportieren, da sind wir schon dabei. Hafenanlage sollen wir noch bauen. Aber erstmal möchte ich hier den Kompass haben, damit wir hier endlich... Achso, da kommen wir gar nicht lang. Okay, dann werden wir hier hinten noch eine Hafenanlage setzen.
Das ist gut. Oh Gott. Die Mission könnte wird echt lange dauern. Oh, ich sehe auch gerade, dass wir schon über der Zeit sind. Deswegen werden wir an der Stelle natürlich erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denne. Cheerio.